Müssen wir jetzt aber dafür sorgen, dass das Ding durchgehend Eisen bekommt, damit durchgehend Stahl kommt? Haben wir da so viel Bedarf? Ich denke erstmal nicht. Ich meine, momentan nutze ich das ja eigentlich eh nur dafür, dass ich mein Privatding hier immer regelmäßig fülle. Dann laufe ich halt hier das Fließband einmal lang, anstatt da die Kisten zu behelligen, die ich übrigens auch mal alle wegmachen könnte. Ich glaube, das lasse ich erstmal so, das ist okay. Das heißt, hier räumen wir ein bisschen auf. So, oh, achso. Jedes Mal, wenn ich jetzt Kisten abbaue, habe ich mal so einen kurzen Schreckmoment, wo ich denke, ach du Scheiße, guck vorher, wie viel da drin ist. Weil es halt schon vorgekommen ist, dass dadurch das ganze Spiel abgestürzt ist oder dass denn der ganze Boden kilometerweise mit Zeug bestrahlt wurde. Aber mir wurde gesagt in den Kommentaren, dass das nicht mehr möglich ist. Also wenn eine Kiste mehr Inhalt hat, als das Spieleinventar aufnehmen kann, kann man sie nicht mehr abbauen. Und das finde ich schon mal sehr praktisch. Also dass die Fehler, die der Spieler machen kann, ein wenig verringert werden. Auch wenn man natürlich daraus lernt, wie ich jetzt gerade in dem Beispiel, aber trotzdem schon ganz schick. Also, wir haben wieder Eisen, wir haben wieder Kupfer, wir haben wieder Stahl. Eigentlich könnten wir jetzt noch Eisenzahnräder und Stahlzahnräder anfangen. Eisenzahnräder wäre für, ich guck gerade mal, für die Ärmchen. Wie viel ist das? Nicht so viel, oder? Also momentan ist es nur viel, weil wir alles hier einlagern. Aber wirklich Verbrauch davon wird nicht so viel. Das könnt ihr hier bei den Ärmchen ganz gut sehen. 21, 22, einer weg. 21, 22, 23, 24, 25. Alle 4 Sekunden ein Ärmchen. Alle 4 Sekunden ein Iron Gear. Ist jetzt nicht so die Lücke. Also wenn wir super optimal machen wollen würden, müssten wir das da wegnehmen. Stattdessen eine Forge dahinsetzen. Rein platztechnisch haut das schon mal hin, oder? Ich glaube, wir sind auch nur 3-3. Problem wäre dann nur, dass wir eine Wasserzufuhr hier bräuchten und eine Flüssigeisenzufuhr. Und das wird schon mal platztechnisch ein bisschen problematisch. Ich denke, ich lasse das so weiterlaufen. Also hätte ich das vorher gewusst, dass wir später alles durch die ganzen Flüssigkeiten ersetzen, als ich das hier geplant hatte, das hatte ich da wohl irgendwie verdrängt, hätten wir noch mehr Platz veranschlagen müssen für die ganze Konstruktion. Oder das Ganze halt im ganz anderen Muster bauen. Aber ich wollte es halt so bauen und ich finde, es sieht auch so ganz schick aus. Das heißt, ich muss jetzt mit den Konsequenzen leben. Und die sind halt, dass es nicht optimal läuft, was die Effektivität an Eisenverbrauch da angeht. Aber das ist dann halt so. Was noch? Forschung läuft jetzt auch wieder, da die blauen Tränke wieder laufen. Aber es ist halt langsam. Wirklich viel können wir da aber nicht machen. Da sind schon 2er Speed-Module drin. Und 3er Speed-Module können wir noch nicht. Wo sind die roten Chips? Aha, du hast noch keine Speed-Module. Okay, das können wir ändern. Wow. Hol mal bitte wieder ein paar grüne Chips für den Puffer. Achso, da ist die Kiste. Da. Oh ja, sehr schön. 400 grüne Chips. So, und dann bricht das bitte ab. So, und mach das jetzt mal neu. Dann geht das nämlich einen Ticken schneller. Sehr schön. Also ich bin gerade so ein bisschen am Optimieren. Einfach nur so ein bisschen rumlaufen, gucken, wo man was noch verändern könnte, wo vielleicht Fehler auftreten. Weil wir haben sehr viele Konstruktionen. Beziehungsweise ich habe sehr viele Konstruktionen gemacht, die nicht langfristig funktionieren. Weil halt Pufferkisten dazwischen sind und wenn die Pufferkisten irgendwann voll sind, haben wir ein Problem. Zum Beispiel bei der Schlacke hier unten mit den kleinen Eisenknödelchen. Wenn die Eisenknödelchen irgendwann voll sind, dann landen die Eisenknödelchen weiter auf dem Fließband und dann verstopfen sie wieder irgendwo was. Und das dauert doch gar nicht so lange, wie ich das gerade hier sehe. Kann eingeschmolzen werden. Entschuldigung.
Ich hatte das auch schon mal geguckt, wo. Ich glaube, das war nicht in einem regulären Schmelzofen. Das musste man in einem extra Blast Furnace reinwerfen. Haben wir noch ein Blast Furnace irgendwo über? Ja, wir haben hier drei. Und wir haben auch noch unten die. Das verdränge ich auch ganz gerne. Wir haben noch die ganzen Altlasten, also das gesamte alte System, was wir auch noch abbauen können. Aber ja. Also erstmal gucken, wie das hier war. Das war schräg oben davon. So. Du sollst jetzt mal flüssiges Eisen herstellen. Jetzt nehme ich mir von da Eisen und hau das da rein und guck, ob es klappt. Nee, klappt nicht. Okay, das war schon mal nicht der Blasfeuer. Das war es denn doch so ein ganz normaler Schmelzofen? Nom, 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 nom. Wo ist ein ganz normaler Schmelzofen? So, was habe ich doch mal im Inventar rumliegen. Genau da. Ein ganz normaler Schmelzofen. Ja, hau erstmal dahin, wir gucken, was funktioniert. So. Ja, das geht. Zack, Eisenplatte. Okay, stopp, hör auf. Das heißt, in der normalen Schmelze würden wir das herstellen. Finde ich ein wenig komisch, dass das gesamte System, das eigentlich auf Flüssigkeiten ausgelegt ist, dann etwas produziert, was man nicht in einer Maschine, die Flüssigkeiten herstellt, umsetzen kann. Aber vielleicht übersehe ich da auch irgendwas. Also falls man die Dinger doch irgendwie flüssig machen kann, was ja effektiver wäre, bitte in die Kommentare schreiben, das weiß ich halt noch nicht. Das heißt, jetzt um das hier langfristig laufen zu lassen, sollten wir die abtransportieren und zu einer Schmelzanlage bringen, die denn hier in der Nähe ist. Also da oben zum Beispiel. Das heißt, wir würden die einfach hier hinsetzen. Wo sind die jetzt schon wieder hin? Da. Wir würden jetzt hier einen davon hinsetzen und einen davon. Und der würde einmal Eisen dahin schmeißen und einmal dum, 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 dum. Wo ist ein stinknormaler roter da? So. Und einen lang da hinten hinsetzen und dann ist gut. Ja, was machen wir nochmal? Wird jetzt wieder ein bisschen wuselig mit noch mehr Fließbändern, die hin und her flitzen, aber das ist dann halt so. Das heißt, die Kiste kann weg. Ich teste das jetzt mal. Ah, okay, hat gepasst. Na, wir sollten ruhig mehrere Arme da lassen, denke ich, damit nichts vorbeihuschen kann. Also nicht, dass es hier super schnell alles durchgeht, aber ne? Da ruhig auch beides auf einen Fließband. Nein. Also doch, beides auf einen Fließband, aber es müssen unterschiedliche Ärmchen machen. Sonst haben wir später ein Problem. Du bitte nur noch Kupfer. Du bitte nur noch Eisen. Und eigentlich hätte ich ganz gerne einen halben Smart. Halben Smart Inserter? Halben schnellen Smart. Was? Ich hätte gerne einen Fast. Fast, Close, Smart, Inserter hätte ich gerne. Haben wir aber nicht. Gibt es nicht. Also, noch nicht. Aber ich hätte einen Smart, Long, Handed. Warum? Warum? Okay. Anders. Ich sollte die Kiste wieder hinstellen, damit das Ding wenigstens ordentlich arbeitet, während ich hier rumgrübel. Also das Ding, was ich bräuchte, können wir noch nicht benutzen. Können wir das denn erforschen? Wahrscheinlich, ja. Und da war's viel, das? Da sind die Ärmchen. Da. Super Inserter, nein. Smart Inserter Optimization. Das sind die Very Fast Smart. Achso, da. Very Fast Inserter. Fast Smart Short Long Handed Close Inserter. Ach du. Oh. Ich suche Close. Und das ist Very Fast. Nein. Smart Close Inserter. Genau das suche ich. K.
Kann ich nicht, weil Logistik 3 noch nicht erforscht wurde. Okay. Ja, wir machen das einfach mit... Nee, es geht nicht einfach so mit. Das ist doch doof. Nimm jetzt einen Intelligenten, tu den dahin. Der landet es auf der... So, auf der hinteren Fläche. Ah, okay. Und dann machen wir von hier aus einen. Der geht so. Dann landet das auf jeden Fall... Sagen wir, du machst jetzt Kupfer. So, da landet Kupfer auf jeden Fall auf der rechten Seite. Und wenn wir jetzt noch einen nehmen und der macht das so, dann landet Eisen definitiv immer auf der linken Seite. Und tada, ist gelöst. Ist jetzt aber ein bisschen umständlich, aber ist es halt so. Du gehst jetzt bitte hier wieder hoch, dann müssen wir noch mehr Platz verschwenden. Gehst da lang, machst die Lampe platt. Stein. So. Dann musst du da durch. Nö, du kannst auch einfach dahinter, ne? Ja, kannst auch einfach dahinter. Schnelle Untergrundbelts. Brauchen wir welche. Was fehlt da? Iron Gears. Wo wir wieder bei dem Thema wären, ne? Dass wir die eigentlich gar nicht so häufig brauchen und so. Hol mal ein paar. Nicht hier. Da. Oh, sehr schön. Her damit. Gut. Rote Chips. Kriegen jetzt die zwei Speed-Module. Damit es auch da ein bisschen schneller läuft. Gut. Weil die Forschung muss jetzt fertig werden. Die Forschung muss fertig werden, damit wir die besseren Pumpen haben für den Schlackerabtransport, was ich mir gleich auch noch angucken muss. Dann muss danach die Logistik 3 gemacht werden, damit wir schnellere Fließbänder haben und damit wir dann diese intelligenten halben Ärmchen machen können. Ja, der Forschungsrattenschwanz. Da lang, da lang. So, wo lassen wir es am besten langlaufen? Wir können dich hier hochziehen. Okay. Das muss später richtig cool sein, wenn wir ultraschnelle Untergrundbelts haben. Dann können wir einfach sagen, mach hier ein Untergrundbelt. Und komm bitte da hinten raus oder so. Dann haben wir nicht mehr dieses ganze Gewusel. Auch wenn das halt lavalampentechnisch sehr cool aussieht. Es wäre wesentlich praktischer mit diesen Untergrundbelts. So, und jetzt geht's hier nach oben. Nicht da lang. Dann haben wir gleich keine Belts mehr. Ernsthaft? Wir sind noch Belts klauen gehen. Was mich daran erinnert, ich sollte das Roboternetzwerk weiter ausbauen, damit hier meine Sachen alle durchgehend befüllt werden und ich nicht mehr klauen gehen muss. So, aber das ist noch eine Sache, die wir demnächst angehen sollten. Erst will ich das jetzt zu Ende machen. So. Du da runter, da hoch. Nee. So. Intelligentes Ärmchen. Intelligentes Ärmchen, du nimmst nur Kupfer. Oh, falsch. Du nimmst nur Eisen. Du nimmst nur Kupfer. So, sieht doch schon viel besser aus.